Moin Leute, ihr habt auch keine Lust im Chemieunterricht aufzupassen? Mit Hilfe dieses Videos erklären wir euch das Thema in ein paar Minuten. Das heutige Thema wird sein: Reaktion von Metallen mit Salzlösung. Das Material, das man dafür braucht, ist ein Reagenzglas, ein Eisennagel und Kupfersulfatlösung. Kommen wir zur Durchführung. Man füllt ein Reagenzglas ca. 0,5 cm hoch mit Kupfersulfatlösung. Dann gibt man in die Kupfersulfatlösung den Eisennagel. Das Experiment mit der Kupfersulfatlösung. Bei der Reaktion werden Elektronen von einem zum anderen Element übertragen. Durch das Eisen im Nagel erhalten die Kupferionen der Kupfersulfatlösung zwei Elektronen. Dadurch wird es wieder zu einem Kupferatom. Der folgende Ablauf nennt sich Elektronenaufnahme. Außerdem ist die blaue Färbung in der Kupfersulfatlösung ein Nachweis für die Kupferionen. Da das Eisenatom die zwei Elektronen an das Kupfer abgibt, wird das Eisen ein Ion. Diesen Vorgang nennt man Elektronenabgabe. Der gesamte Ablauf lässt sich mit folgender Reaktionsgleichung beschreiben. Fe plus CO2 reagieren zu Fe2 plus Cu. Diese Abbildung ist die Redoxreihe. Hier werden die unedlen und die edlen Metalle gezeigt. Die Atome unedler Metalle geben die Elektronen leichter ab und Atome edler Metalle nehmen Elektronen leichter auf. Nehmen wir mal das Beispiel Eisen in Kupfersulfatlösung. In diesem Beispiel findet eine Redoxreaktion statt. Da das Eisen die Elektronen abgibt und die Kupferionen in der Kupfersulfatlösung nehmen diese auf, weil Kupfer edler ist als Eisen. Beim Beispiel Silber in Kupfersulfatlösung findet keine Redoxreaktion statt, da Kupfer unedler ist als Silber. Danke fürs Zuhören, lasst ein Like und ein Abo da. Make me